Fremde Objekte, dunkle Worte, kein Lachen, nein. Die Oberfläche der Erde überzog sich mit einem Netz virulenter Teilchen. Jedes Teilchen existierte nur eine Weile, bevor sie abstarben. Erzeugten sie neue, im Wesen gleichartige Teilchen. Die Teilchen hatten Zeichen erfunden, mit denen sie sich verständigten. Am Anfang war das Wort. Die Stadt umgab mich mit schweigenden Armen. Die Augen ihres steinernen Gesichts waren leer. Nie vermochte ich das Dunkel aufzuhellen, das über ihr als eine dämmerhafte Menschenferne lag. Sie war von wunderbarer Schönheit und oft durchbrach in der Dämmerung das Licht die Mauern wie warmes Gold. Doch denke ich mit Grauen an sie zurück, denn ihr Glanz zerbrach, als ich mich ihr näherte. Und wie sie mich umfing, tauchte ich in ein Meer von Angst hinab. Das schwarze Loch, durch das du stürzt, weist dir den Weg, der niemals endet, in das Dunkel, das dich umschlingt, und löscht die Fackel, die dir leuchtet, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Träume zerflattern beim Morgenurin, eiliges Duschen. Jalousien scharren auf Holz, Schatten zerflattern im Wind das Licht. Mein rosaroter Panther mit gelben Augen aus Glas, gern wäre ich müde. Endlich! Vor einem auszehrenden Wind und der Wärme einer beinahe vergessenen Sonne wich die Flut zurück, sank langsam, sehr langsam, und enthüllte dem Himmel und den wiedergekehrten Sternen ihr Werk. Eine leblose, morastige Welt. Die Flut fiel und die Fische traf das Schicksal der Ertrunkenen. Was säumig war und sich nicht rechtzeitig in das zurückweichende Wasser rettete, in ein Rinnsal, eine Strömung, in die Tiefe, blieb in lauen Sümpfen und Tümpeln zurück, lag schließlich flossenschlagend in einem trockengefallenen Hochtal, einer Halde, einem Kar und fächelte mit den Kiemen die erstickende Luft. Sonnen, kaum größer als ein Tennisball, huschen in unregelmäßigen Bahnen zwischen den Türrahmen hin und her und markieren undurchlässige Energiefelder. Die Zugänge zum Treppenhaus und zu den oberen Galerieetagen sind dadurch versperrt. Wir sind in den unteren Räumen gefangen und dem schwarzen Wesen ausgeliefert, das nur aus einem langen Kapuzenumhang zu bestehen scheint, denn nichts anderes ist zu sehen. Leicht vornübergebeugt macht es unbeirrt und bedächtig Jagd auf alle. Ich sehe mit an, wie das Gesichtsloch der Kapuze einen von uns ansaugt und dann einatmet in die Schwärze, als sei er nur eine körperlose Luftspiegelung. Ich hoffe, das schwarze Wesen wird mich verschonen, denn auf mir lastet keine Schuld. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.